Meine Freunde, ich habe eine traurige Mitteilung zu machen. Das wird jetzt viele hier aus den Schuhen hauen, aber unsere zwei süßen Hasen mussten wir weggeben aus verschiedenen Gründen. Und das ist sehr traurig. Die Namen waren Hulk und meine Tochter hat den anderen Ninja Elsa genannt. Tolle Namen für Hasen. Die mussten wir leider weggeben, weil aus verschiedenen Gründen, die haben zu viel gestunken. Meine Tochter hat die ein bisschen zu grob behandelt und wir haben eine gute Familie gefunden, wo die jetzt untergekommen sind, was sehr schade ist. Ich habe die beiden sehr gemocht, aber es ist besser für die Hasen und noch besser für uns. Also besser für meine Tochter, die war noch nicht ganz reif, mit denen zu spielen. Die war dann recht grob. Ja, seid nicht traurig, Leute. Denen geht's besser, die in einem besseren Ort, bei einer besseren Familie, mit einem größeren Garten und größeres Gehege. Aber nun kommt der Vlog Nummer 7. Genug Musik, ausmachen die Musik. Als erstes der Fo-Chuck. Und der ist diesmal richtig nice. Ich habe 1,5 Kilo weniger wie letztes Mal. Bin jetzt bei 111. War letztes Mal bei 112,5. Also 1,5 Kilo weniger ist schon richtig gut, muss man gut sagen. Habe auch schön die durchgezogen. Man kann auf dem Foto schon den Unterschied sehen. Am Bauch wird es langsam besser. Die Form kommt langsam besser. Ich bin da recht froh drüber. Hab sehr lange gedacht, am Bauch passiert gar nichts, aber so langsam bewegen wir uns Richtung gute Form. Diese Woche habe ich gemerkt, dass mir beim Aufstehen, wenn ich lange gesessen habe, schwindelig wird, also mein Kreislauf ein bisschen abkackt. Ich hatte ja letzte Woche in dem Vlog ein Video veröffentlicht, wo ich während des Trainings das hatte. Jetzt habe ich das teilweise, wenn ich sitze und aufstehe. Mir geht es gerade nicht so gut. Ich habe gerade trainiert und wir haben schon 15 Uhr. Ich habe nicht gegessen und mein Kreislauf macht mich gerade fertig. Ich habe das Gefühl, ich muss mich übergeben. Wo ich mal wirklich im Auge haben muss, woran das liegt, kann sein, dass ich entweder verbrenne ich mehr als gedacht oder esse weniger als ich denke. Ich weiß es nicht. Ich werde ein Auge drauf haben, gucken, nochmal nachrechnen etc. und dann nächste Woche ein Update geben zu dem Thema. Vielleicht wird es schlechter oder besser. Mal gucken. Update zu meinem Training. Ich jogge jeden Tag. Oh mein Gott, da gehen die Hunde, die verfolgen mich. Und trainiere 4-5 Mal die Woche zu Hause. Push-Pull ohne Beine, weil ich immer jogge. Einen Tag mache ich noch Bauch extra, weil der Bauch muss kommen. Dafür mache ich das ja alles hier. Puh, puh, puh. Let's do this training, man. Beine lasse ich wie gesagt weg, hatet mich nicht dafür. Ich habe einfach keinen Bock noch nach Joggen, jeden Tag Beine zu Hause trainieren und zu Hause Beine trainieren. Finde ich es auch nicht so geil, man hat keine Möglichkeit wirklich gut was zu machen. Klar, für Frauen, die haben immer Motivation auf Beine, ich nicht. Und da ich jeden Tag jogge, habe ich bis Fitnessstudio auch bis trainiere ich einfach keine Beine zu Hause. Ganz einfach. Ernährung läuft zurzeit. Ich habe jetzt 6 Tage schön durchgezogen. Heute Abend werde ich anfangen, was süß zu essen. Aber ich habe 6 Tage wirklich gut durchgezogen, sauber gegessen, nach dem Ernährungsplan gegessen. Und 1,5 Kilo sprechen für dich, was schon sehr viel ist in einer Woche. Aber gut, ich konnte es nicht mehr ändern. Das kommt wahrscheinlich auch durch das ganze Laufen jeden Tag plus das Training. Das macht sich dann gut bemerkbar. Den Ernährungsplan findet ihr auch unten in der Beschreibung. Ich ändere den natürlich jetzt immer ein bisschen ab. Ich versuche jeden Tag so zu essen. Ab und zu wechsle ich ein paar Mahlzeiten aus an dem Tag, aber sonst gehe ich schon sehr strikt nach diesem Ernährungsplan, den ihr in der Beschreibung unten findet. Das wichtigste Update. Ab jetzt heißt es nicht mal Sonntags-Cheat-Day, sondern Samstagabend zu Sonntag. Warum? Ich möchte da ein bisschen lockerer angehen. Ich habe jetzt schon gut was abgenommen und ich möchte mir auch ein bisschen mehr gönnen. Ich denke, das kann jeder verstehen. Ne? Und deswegen fangen wir jetzt Samstagabend immer mit dem Cheat-Day an und machen dann bis Sonntagabend durch. Die eineinhalb oder der eine Tag plus ein paar Stunden werden jetzt, glaube ich, die Erfolge nicht viel weiter mindern. Und für uns ist es einfach schön, da können wir den Samstagabend noch Film gucken und mehr genießen. Deswegen waren wir auch mal wieder einkaufen heute. Bisschen Süßigkeiten, da habe ich noch einen kleinen Ausschnitt, wie ich kurz da war. So, meine Freunde, wir sind hier im Rewe und wir sind in meiner Lieblingsabteilung bei den Cornflakes, die man hier im Hintergrund sieht. Und da werde ich mir ein schönes Paket für meinen Cheat Day mitnehmen. Und noch ein paar andere Sachen. Ja, mit Maske unterwegs. Wo sind die Süßigkeiten? Na, die sind nicht hier. Also heute Abend geht der Cheat Day los. Samstag to Sonntag. Und mal schauen, was wir so finden.
dem Ice Cream. Und was ich genau esse, werde ich eventuell morgen in einem Video festhalten. Mal gucken, wie meine Motivation ist für ein Video morgen. Weil morgen habe ich noch ein anderes cooles Video geplant und zwei Videos an einem Tag ist immer sehr viel. Das war's für heute. Das war der Vlog. Wir haben kurz alles durchgesprochen. Wie immer mal kurz, ne? Und wir sehen uns dann nächste Woche. Bye, bye.